Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit den Leuten im Hintergrund und zwar mit der lieben Koala HD und der lieben Johanna Snape. Hallo erstmal an euch beide und natürlich mit mir, der Hackfresse oder auch Dagi LP oder auch, naja, das sind eigentlich alle Namen, die ich habe. Hackfresse oder Ducky LP. Ihr könnt mich aber auch Daniel nennen, das ist absolut gar kein Problem. Wie es euch beliebt, Leute, da kann jeder seinen eigenen Weg gehen. Und ja, ich würde sagen, ich drehe mich mal gerade ganz langsam um. Und was sehen wir da ganz genau? Die heutige Bauaufgabe, die wir übernehmen werden. Und ich habe mir zum ersten Mal bei dieser Bauaufgabe zwei Leute zur Hilfe dazugeholt, beziehungsweise generell Hilfe dazugeholt. Und der Grund dafür, der ist ebenso simpel erklärt wie einleuchtend. Ich habe ja in den letzten Folgen hier, ja, diese Dächer, also mich daran probiert und habe dieses eine hier wieder abgebaut, dann habe ich einen zweiten Versuch da gemacht und ja, ihr wisst eventuell noch, wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt, dass ich nicht so wirklich zufrieden damit war, wie dieses Dach hier gebaut wurde. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so wirklich schön. Wir können nochmal eben gerade kurz hochfliegen, dann kann ich euch das nochmal eben von der Seite zeigen und ja, wie ihr sehen könnt, das Dach ist zwar schon ähnlich wie auf dem Foto, was ich euch zuletzt eingeblendet habe, aber ja, seien wir mal ehrlich, Leute, also es geht auf jeden Fall besser, oder ich bin sehr davon überzeugt, dass es besser geht. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Die liebe Koala HD und die liebe Johanna Snape sind heute dafür zuständig, diese zwei Dächer zu bauen. Das heißt, Johanna macht die eine Seite und Koala die andere Seite. Und ihr als Zuschauer da draußen dürft dann am Ende wieder abstimmen, welches Dach davon euch persönlich besser gefällt. Und ja, das, was am besten gefällt, das werden wir natürlich auch umsetzen. Aber damit ihr jetzt nicht denkt, aber Daniel, ziehst du dich jetzt wieder aus der Verantwortung? Nein, Leute, ich habe es ja bereits versucht und dieses Dach da steht nach wie vor mit zur Auswahl. Das heißt, ihr habt die Auswahl zwischen meinem Dach, das Dach von Koala AD und das Dach von Johanna Snape. Und das ist so der ungefähre Plan. Genau, und damit die beiden natürlich auch Zeit genug haben, das jetzt ordentlich umzusetzen, schreibe ich schon mal /BC und Go in den Chat. Und ja, dann lassen wir die beiden mal zur Tat schreiten. Ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr, sehr gespannt, wie sie das umsetzen werden. Weil, ja, ich habe mich halt in den letzten Wochen da echt mega schwer getan. Ich muss auch sagen, solche kleineren Dächer, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, keine Ahnung, also ich habe mich da sehr schwer getan, ich fand auch mein Bauergebnis, also das erste war katastrophal, das zweite war, ja, es war jetzt auch nicht unbedingt viel besser, aber naja, ich glaube, es geht halt besser. Und genau deswegen machen wir das jetzt so und ich hoffe, das wird von euch nicht negativ aufgefasst, so von wegen, der Daniel, der hat jetzt wieder keinen Bock auf eine Bauaufgabe und lässt das einfach die anderen machen. Ich denke, das ist legitim, wenn ich es schon zweimal selber versucht habe und ja, immer noch nicht zufrieden bin. Aber ja, wenn ihr der Meinung seid, nee Daniel, das ist trotzdem kein Freifahrtschein, dann schreibt mir das trotzdem gerne. Eine Alternatividee von mir wäre da zum Beispiel, um es euch, ja, schmackhafter zu machen, dass ich in Zukunft warte einfach, bis ich eure Ideen zusammengekriegt habe. Und ja, dass ich dann einfach eure Ideen versuche, in einer Folge umzusetzen, also selber versuche das umzusetzen. Aber ja, da müsst ihr mir einfach mal Feedback dalassen, Leute. Ich versuche es ja möglichst immer, ich wollte gerade allen sagen, aber das geht ja gar nicht und das ist mir selber mittlerweile auch schon klar geworden. Also ich versuche es immer den meisten, Moment mal. Ich glaube, ich bin noch im Game Mode, oder? Oh Mann, ich bin noch im Game Mode. Es tut mir leid, Leute. Ich schmeiß mal eben kurz, wartet, ich schmeiß mal eben kurz hier die Hälfte weg. Seht ihr? Ich schmeiß hier weg, so. Damit, ja, shit. Gut gemacht, Daniel. Du bist ein Naturtalent. Ohne Scheiß, du bist ein Naturtalent. Ja, dann versuchen wir es jetzt nochmal so auf diese Art und Weise. Wo war ich jetzt nochmal stehen geblieben? Das hat mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Ja, also bezüglich des Daches selber, schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr der Meinung seid, dass ich es trotzdem selber machen soll und dann eben auf Zuschauerwunsch. Aber ich bin da relativ offen. Ich versuche es immer möglichst vielen gerecht zu machen. Und ja, deswegen möchte ich natürlich auch da euch gerecht werden, soweit es eben möglich ist. Ja, soweit, so gut. Jetzt würde ich aber erstmal zu dem heutigen Thema gehen, damit wir das natürlich zumindest erstmal schon mal vorgelesen haben. Und ja, bevor wir es dann beantworten, gehe ich natürlich auch nochmal auf die Bauaufgabe von mir jetzt selber ein, weil ihr seht ja gerade schon, ich bin schon fleißig hier am Arbeiten. Und ja, ich erkläre natürlich auch gleich, was ich mir hierbei denke. Falls ich mir hierbei irgendwas gedacht habe, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt noch gerade nicht so wirklich, aber ja, wir werden es gleich sehen, Leute. Der heutige Kommentar kommt nämlich von Lichtweide. Und ja, ich denke mal, es ist eine Sie, aber korrigier mich gerne, liebe Lichtweide, wenn ich da falsch liegen sollte. Sie hat geschrieben, Thema für LBH. Was befindet sich hinter Salazar Slytherins Mund in der Kammer des Schreckens? Ich meine, wo der Basilisk herauskommt, er braucht ja auch irgendwie Platz.
Ja, eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Ich hatte eigentlich zuerst vor, dieses Thema dran zu nehmen, wenn wir sogar diesen Bereich bauen, der da jetzt in dieser Frage angesprochen wird. Weil ihr wisst ja, wir haben die Kammer des Schreckens in LBH auch schon umgesetzt und ja, haben auch den Kopf von Slytherin gebaut. Wir haben das den Mund von Slytherin gebaut, wo der Basilisk ja auch in den Filmen und im Buch rauskam. Oder beziehungsweise kam er im Buch, doch im Buch kam er da auch raus, ne? Ich meine ja. Oh Gott, Daniel, sag jetzt bitte nichts Falsches. Aber in den Filmen kam er auf jeden Fall dort raus. Und ja, die Frage bezieht sich halt darauf, was befindet sich eigentlich in diesem Mund von der Statue selber? Und ja, wir haben uns in LBH diese Frage schon mehr oder weniger schon mal gestellt. Allerdings noch nie explizit als Thema in einer Folge. Wir haben uns das insoweit gestellt, weil, naja, es hatten einige von euch und ich unter anderem die Idee, dass wir hergehen und eben aus diesem, ja, aus diesem Insider quasi, also, da, ja gut, ist kein Insider, dass der Basilisk da rausgekommen ist, aber es wäre ein Insider, dass wir, ja, zum Beispiel einen Geheimraum von Salazar Slytherin da reinbauen. Also quasi irgendein Bereich, der, ja, von Salazar Slytherin extra gebaut wurde, wo der Basilisk sich aufhalten kann. Und genau, dass wir das quasi als kleinen Insider, als kleines Easter Egg bauen, obwohl es in den Büchern und in den Filmen nie angesprochen wurde. Juhu, und ja, da sind wir deswegen schon mal so ein bisschen drauf eingegangen, aber wir werden gleich natürlich nochmal etwas genauer drauf eingehen. Ich habe da nämlich schon ein paar Theorien, Leute. Und ich muss sagen, diese Frage ist wirklich ultra spannend, weil, naja, ich meine, man kann sich da alle möglichen Ideen kommen lassen. Es ist ja quasi grenzenlos. Man kann ja wirklich alles da hinein interpretieren. Und ja, genau das werde ich gleich tun, Leute. Aber, ja, vorher muss ich mir mal gerade eben kurz eine Axt zusammenbauen, weil ich habe gerade gemerkt, dass es mit den Fäusten nicht ganz so, knorke ist. Potter Granger KD... Nein, Mann, oh, ich war das nicht. Tut mir leid, Mann. Ich wollte, Mann, ja, ich weiß, Leute, ich bin ein Arsch. Aber es hätte fast geklappt. Wenn er da, ey, geh bloß weg, Junge. Ey, wenn er da so steht und sich quasi so anbietet, was soll ich denn machen, Leute? Ihn etwa nicht da reinwerfen? Das ist ja, nee, also Leute, wirklich. Oh Mann, ah, ich bin so ein Arschloch, ey. Naja, so, wir kehren erstmal zum Ort des Geschehens zurück. Hoffentlich funktioniert der Animagus. Hi, Leute. Na, was macht ihr denn alle hier? Na, ich muss mal einmal kurz Hallo sagen. Hallöchen, Hallöchen, Jule Evans, Hallo Eisbär und Minecraft Foxy, Hallöchen. Ja, Leute, ich muss jetzt aber leider weiter schuften. Der Dagi LP, der muss ja auch hier zeigen, dass er nicht einfach nur seine Sklaven in Anführungszeichen, Leute, arbeiten lässt, sondern natürlich muss der kleine Koala-Schädel auch selber ein bisschen leisten. Und hier, genau. Und ui, also ich muss gerade sagen, das Dach da hat schon irgendwie voll den geilen Flair gehabt, aber sie baut es jetzt irgendwie wieder ab. Ich bin gespannt, warum, aber wir werden es wahrscheinlich gleich herausfinden. So, dann einmal landen und ja, dann müssen wir jetzt mal gerade gucken, dass wir das hier erstmal entfernen, weil dieses ganze, ja, Zaungerüst, was wir jetzt hier damals gebaut haben, kommt natürlich erst hier vorne jetzt dran. Hier hinter ist es quasi unnötig und muss nicht dahin gesetzt werden, was mir irgendwie auch in die Karten spielt, weil, naja... Weil ich habe, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, dass die Brücke... Sorry, Döner Ahoi. Ja, Leute, heute Döner Ahoi. Ich habe keine Currywurst Pommes gegessen, sondern in der Tat einen schmackhaften, leckeren, scharfen Döner. Genau. Ich kann euch gleich übrigens meine Lieblingsdönerrezeptur sagen, wenn ihr das wissen... Ach so, ihr wollt das gar nicht wissen. Ja, ich kann es ja gleich trotzdem erzählen. Aber erstmal kümmern wir uns um die Bauaufgabe und um das Thema, Leute. Ja, und ich würde sagen, weil ich noch gar nicht so richtig auf die Bauaufgabe eingegangen bin, außer jetzt die Tatsache, dass ich jetzt hier ein bisschen was abbaue, ja, würde ich das doch mal direkt jetzt... Ja, gut, nicht am Anfang der Folge, das passt jetzt bei Minute 9 nicht mehr. Aber ja, ich würde euch gerne mal jetzt auf den Stand der Dinge bringen. Und zwar möchte ich jetzt in dieser Folge erstmal natürlich hier das Dach bauen, die Seitenteile gegebenenfalls, wenn das jetzt alles in dieser Folge hinhaut. Und wir müssen uns natürlich auch noch ein paar Gedanken machen bezüglich des Eingangstors hier, weil, naja, ich bin damit ehrlich gesagt noch nicht so ganz koscher. Und ja, da würde ich gerne nochmal gucken, ob man da nicht irgendwie nochmal ein bisschen besser was machen kann. Hier dieses Stückchen Brücke, das wird allerdings auch abgebaut, weil, naja, wie gesagt, die Brücke fängt ab jetzt erst hier an und das Stück Brücke hier ist natürlich dann dementsprechend nicht mehr da und hier wird dann später auch so ein Steinboden reingebaut, der dann Richtung Brücke führt und ja, wir müssen halt nur gucken, wie wir den ganzen Platz in diesem neuen Gebäudestückchen hier ein, nutzen besser gesagt, weil, naja, wir haben jetzt hier sehr, sehr viel Platz, ihr seht das, hier unten haben wir relativ viel Platz, auch oben hin haben wir noch, einen Hauch Platz, ein bisschen, auch die Türme können wir noch nutzen, ist zwar jetzt nicht so mega, mega viel, aber ja, zusammen addiert ist es doch schon nicht unerheblich und deswegen werde ich da gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen oder
spätestens in der nächsten Folge, wo wir hier dran bauen, was ich mir jetzt selber hierfür vorgestellt habe. Genau. So, jetzt aber nochmal kurz nach oben und ich glaube, es wird mal wieder Zeit für den Zeitumkehrer. Was meint ihr, Leute? Ja, da hinten geht schon die Sonne unter. Dann einmal der Zeitumkehrer. 3, 2, 1 und Zeitumkehrer, ahoi! Hui, yo. So, dann machen wir das Dach jetzt erstmal zu. Falls ihr euch übrigens fragt, Daniel, warum nutzt du dafür Half-Slabs? Ich nutze extra Half-Slabs, weil ich das mit diesen Schießscharten etwas schöner finde. Die sind da nicht so hoch, aber auch nicht zu niedrig. Man hat hier trotzdem den Effekt einer Schießscharte, aber nicht so, dass man da nicht drüber gucken könnte. Und ich finde das toll, Leute. Ich finde die Idee gut. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Aber wenn ihr das nicht genauso seht, dann seid ihr natürlich frei, mir das auch so zu sagen. Ist gar kein Thema, Leute. Ich weine dann vielleicht ein paar Minuten, aber komm bestimmt wieder drüber hinweg. Bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt aber mal endlich zu der eigentlichen Frage. Und zwar, was befindet sich hinter dem Mund von der Statue, also von Salazar Slytherins Kopfstatue, genau. Also, es muss auf jeden Fall, ja, sehr viel Platz dahinter sein, weil wir wissen ja, der Basilisk selber kommt an die 15 Meter. Und ja, das ist eine beachtliche Länge, die dann natürlich auch ihren Platz braucht. Und die Frage ist halt, ja, wie viel Platz ist da eigentlich wirklich? Und ist das sich, oder ist das so, dass, ja, da auch so ein Rohr besteht? Oder ist das eher so ein großer Raum, wo er liegt? Oder wie kann man sich das Ganze so ungefähr vorstellen? Ich habe eine Theorie und diese deckt sich nicht so wirklich mit dem, was ich später gerne in LBH umsetzen wollen würde. Ja, aber ich erkläre es euch einfach mal. Meine Theorie geht nämlich insoweit, dass es einfach eine, ja, eine Verbindung zum Abflussrohr ist. Entweder eine künstlich geschaffene durch den Basilisken oder durch Salazar Slytherin selber oder, ja, eventuell auch schon vorher, ja, mit eingebaut, wobei man da auch natürlich sagen muss, dass dieses ganze Abwassersystem, das hatten wir auch schon mal in LBH, natürlich eine eigene Sache für sich ist, weil, naja, am Anfang, dadurch, dass J.K. Rowling halt auf Twitter geschrieben hat, dass es am Anfang natürlich keine Toiletten in Hogwarts gab, was die Leute dann stattdessen mit ihrem Geschäft gemacht haben, lasse ich jetzt einfach mal unerwähnt, aus bestimmten Gründen. Aber ja, genau, also sie hatten da noch nicht direkt Toiletten, deswegen hatten wir auch damals das Thema bezüglich, ja, der Abflussrohre, die ja gar nicht hätten existieren können, weil es eben noch keine Toiletten gab. Und deswegen ist das aus der Sicht natürlich ein bisschen schwierig, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es dann zum Beispiel oder vielleicht vom Basilisken irgendwie mit, ja, verbunden wurde, weil ich glaube, ich hatte damals in der Folge, wo wir dieses eine Thema hatten, auch schon gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass diese Unterwasserrohre, die mit der Kammer des Schreckens generell verbunden sind, dass die vielleicht irgendwie vom Basilisken oder von Salazar Slytherin selbst geschaffen wurden. Also, dass der Basilisk dann zum Beispiel, ja, keine Ahnung, sich einfach so Löcher reingefressen hat, wie so ein Wurm, der sich durch Erde gräbt und, ja, dass das eben dann irgendwie ausgebaut wurde. Vielleicht ist natürlich alles viel Fantasie, Leute, ist alles viel Spekulation und, das ist mir völlig klar, aber, ja, ist ja auch, ich meine, das ist ein Aspekt von LBH und deswegen möchte ich das einfach nochmal so erzählen. Aber, ja, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass dann eben auch da, ja, dass da eben dieser Faktor mit, den Abflussrohren eventuell Bestand hat, ne? Weil ich meine, wir wissen ja, dass die Abflussrohre mit der Kammer verbunden waren und es wäre ja eigentlich einleuchtend, weil so könnte der Basilisk eben von den anderen Abflussrohren über zum Kopf von Slytherin kommen und das quasi in einer einzigen, ja, in einer einzigen Tour. So, und also, es ist ja auch irgendwie logischer, weil ich meine, wenn es keine Verbindung von, oder zum Mund von diesem, von dieser Statue gibt, dann müsste der Basilisk ja jedes Mal erst da reinkriechen und dann da wieder rauskriechen, also wie so eine Hundehütte. Und, keine Ahnung, Leute, also ich halte das sehr für, also für sehr unwahrscheinlich. Und zumal deckt sich das dann auch nicht mit meiner Theorie, dass es eventuell auch Abflussrohre sind, weil wenn der Basilisk vorwärts da rein, ja, kriecht, dann kann er sich ja schwer umdrehen. Also ich habe jetzt hier zu Hause keine Schlangen oder so. Ich kenne mich jetzt auch nicht so mega gut mit Schlangen aus, aber wäre mir jetzt persönlich neu, wenn die sich in so einem kleinen Röhrchen mal eben um die eigene Achse drehen könnten. Aber ja, wenn jemand von euch Schlangen zu Hause hat, dann kann er mir oder sie das natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Generell finde ich das mega spannend, Leute. Ich finde Schlangen mega spannend und ich finde Schlangen auch irgendwie mega süß. Ich habe ja mal ein Video gemacht, wo ich ja eine riesige Schlange im Zoo besucht habe und das dann ja als 100.000 Abonnenten-Special quasi, wo ich geschrieben habe, wo der Titel lautete, ich besuche Nagini oder ich habe ein Date mit Nagini oder irgendwie so. Das war ja eine, ich glaube, 10 Meter lange Boa Constrictor. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was das für eine Schlange war. Auf jeden Fall eine mega große.
Und ja, ich finde das mega faszinierend. Ich weiß auch nicht. Also Schlangen haben es mir irgendwie angetan. Ich würde mir jetzt nicht unbedingt selber eine holen, weil ich finde, das muss mit einer sehr großen Expertise einhergehen. Und ja, die traue ich mir nicht zu. Aber ja, wer sich da weitergebildet hat und wer das kann, auf jeden Fall spannend. Ich finde Schlangen cool. So, jetzt gucken wir mal gerade. Ich ziehe das natürlich wie immer einfach nur gerade runter, Leute. Das wird wahrscheinlich für den einen oder anderen jetzt wieder total nervenaufreibend sein. Weil ich weiß, bei vielen Leuten ist das nicht so die ultimative Bauart. Aber ich habe mich halt einfach mega dran gewöhnt. Und ja, für mich ist das halt einfach irgendwie die normale Bauart. Und ja, aber das heißt nicht, dass wir später kein Profil hier reinbauen, Leute. Also wir machen auf jeden Fall hier noch Profil rein. Vielleicht machen wir die Wände auch noch ein bisschen dicker. Und dadurch, dass wir natürlich nicht alles hier drin, also ne, mit Räumen ausbauen können, haben wir auch noch die Gelegenheit, das Ganze mit einem tieferen und ja, besseren Profil auszustatten. Genau, zumindest in der Theorie. Ja, Leute, also um nochmal gerade auf das Thema einzugehen oder beziehungsweise um das nochmal Revue passieren zu lassen, ich glaube, im Mund von Slytherin besteht selber ja ein Zugang oder eine Verbindung zu den Abflussrohren. Ja, aber das ist nicht das, was ich halt gerne in LBH umsetzen würde. Das habe ich ja schon am Anfang der Folge gesagt. Und der Grund ist ebenso, ja, simpel wie einleuchten, habe ich schon vorhin gesagt. Aber ja, ist er wirklich, weil, ich würde gerne halt so einen Insider einbauen, wie er auch schon mehrfach von euch genannt wurde. Dass wir dort eben einen geheimen Raum von Salazar Slytherin einbauen. Weil ich meine, Slytherin hat bestimmt irgendwo einen geheimen Raum. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass er keinen hat, weil, ja, er hatte halt seine Machenschaften, er hatte seine Feindseligkeiten gegenüber den anderen Hausgründern und dass er sich einen eigenen geheimen Raum baut, wo er eben ja seine Privatsphäre, sage ich mal, frönen kann. Das ja kann ich mir wirklich gut vorstellen. Jetzt kann man natürlich auch hergehen und sagen, ja Moment mal Daniel, der hat doch die Kammer des Schreckens, warum will er denn noch einen Geheimraum? Das stimmt schon irgendwo, aber trotzdem, ich weiß nicht, also die Kammer des Schreckens ist ja nicht so wirklich ein privater Raum, es ist ja mehr so ein riesiger Saal, das ist ja etwas völlig anderes als jetzt, ja, keine Ahnung, als jetzt irgendwie so eine riesige Kammer, als so einen kleinen Raum zu haben. Meine Leute, ich bin heute mal wieder absolut auf dem Höhepunkt meiner geistigen Entwicklung, liegt unter anderem, ach stimmt, ich habe noch gar nicht übers Wetter gejammert, Leute. Wir haben heute mal wieder 35 Grad, ich musste die Mikrowelle, wollte ich, ja, das meine ich, Leute, ich musste die Klimaanlage schon abschalten, weil, naja, ich habe es getestet und man hört sie leider im Hintergrund und deswegen muss ich jetzt in den Aufnahmen die immer aushaben. Ja, ist jetzt selber nicht so mega schlimm, weil so eine Aufnahme geht in der Regel ja nur maximal eine halbe Stunde, aber ich mache halt mehrere hintereinander. Und ja, aber danach wird sie sofort wieder angeworfen. Und dann auch erstmal wieder kaltes Wasser, Leute. Oh, ich freue mich, ey. So, das war's jetzt mit dem Rumjammern. Jetzt erzähle ich euch, wie ich meinen Döner esse. Also, ich mache meinen Döner immer ohne Tzatziki, dafür mit extra süßer Soße und scharf natürlich. Ohne Tomaten, mit extra Zwiebeln und, ja, genau, das ist mein Döner, Leute. Ich liebe das. Und, gerne auch mit mehr Peperonis. Wie esst ihr euren Döner? Schreibt's mal in die Kommentare, Leute. Würde mich echt interessieren, weil ich finde, gerade so Döner ist eine Kunst für sich. Wobei es natürlich auch viele Leute gibt, die sagen, ja, einmal mit allem, bitte. Und ja gut, das kann man natürlich auch machen, jeder wie er es mag, aber ich bin da so ein richtiger Allmann. Ich, ja, ich stehe da immer und sage, ja, bitte das nicht. Und ich glaube, die Leute hinter und vor mir denken sich auch immer, Mann, Typ, halt einfach den Mund und kauf dir deinen Döner mit allem, bitte, dankeschön. Ja, aber keine Ahnung, ich will halt einen leckeren Döner. Warum sollte ich dann einen Döner mit allem bestellen, wenn er nicht mir dann so schmeckt, wie wenn ich den selber konfiguriere? Wisst ihr, wie ich meine? Es leuchtet mir irgendwie nicht so wirklich ein. Deswegen müssen die Leute dann halt mal kurz Geduld haben. Da muss ich mal gerade eben kurz meinen Döner zusammenstellen. Kann ja wohl nicht so schlimm sein, wenn ich da mal eben so 5 bis 10 Minuten für brauche, oder? Ja, außer man hat natürlich Hunger und es ist scheiße warm, dann ist natürlich wieder was anderes, aber hey, ja, man kann nicht alles haben. So, Leute, wir haben jetzt die Seitenwände soweit gezogen, wir haben jetzt hier auch nochmal eine Verbindung zu diesem Raum geschaffen. Und ja, ich denke, so eine Treppe ist das Einleuchtendste, aber wir können später auch gerne nochmal eine andere Lösung finden. So, jetzt würde ich gerne nochmal hier das Tor ein bisschen überarbeiten. Dafür setzen wir hier nochmal Treppenstufen rein und ja, da nochmal so einen Block. Ja, wunderbar, ist ein bisschen kleiner dadurch. Bin sogar gerade am Überlegen, ist nochmal ein bisschen... Na, wobei, nö, eigentlich ist es so in Ordnung. Nö, mir gefällt das so. Ich muss mal eben drauf achten, dass ich die ganzen Nässersteine, die ich hier immer mal wieder einsammle, dass ich die wieder reintue. Weil, naja, die brauchen sie nachher. Wir haben leider nicht so viele Nässersteine, dass, ja, die verloren gehen dürften. Die sind quasi direkt abgezählt. Naja, wir gucken mal. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie es in der Folge noch nicht fertig hinkriegen. Aber, wobei, bei Koala sieht es ganz gut aus. Bei Johanna, glaube ich, wird das in dieser Folge noch nicht klappen. Dann würde ich einfach hergehen und, ja, wir gucken einfach mal, dass wir in der nächsten Folge hier noch ein bisschen weiterbauen. Weil ich meine, ich habe hier noch genug zu tun. Wir können uns auch noch überlegen, wie wir das jetzt insgesamt zugänglich machen. Und, ja, wie die Pläne da so aussehen.
Aber ja, ich bin jetzt gerade selber im Überlegen. Also wir können gerne nochmal kurz hochfliegen und uns die Sache von oben hier anschauen. Wobei, doch, Johanna kommt gut weit. Ich glaube, sie hat sich erstmal eine Taktik ausgedacht und baut das jetzt so nach der Taktik hoch. Aber ich glaube, es ist auch äußerst schwer, unterschiedlich zu bauen, weil die beiden haben ja, oder sind ja Kontrahenten so gesehen. Und ja, ich glaube, man guckt ja absichtlich mal auf die andere Seite und dann kann man sich ja inspirieren lassen. Ich finde das immer voll schwer, sich dann nicht zu sehr inspirieren zu lassen, also abzugucken, besser gesagt. So, Zeitumkehre noch einmal, ahoi. Ja, Daniel, das hast du gut gemacht. So, und ja, dann gucken wir uns das Ganze jetzt hier oben nochmal eben an. Ja, ich bin wirklich noch am Überlegen, ob mir das Ganze gefällt. Und ob ich das hier oben so lassen würde. Ich bin am Überlegen, Leute. Ich bin am Überlegen. Also ich wüsste jetzt selber auch nicht, was man hier noch gut reinbauen könnte. Und theoretisch würde ich sagen, lassen wir es so. Also, ja, ich würde erstmal sagen, lassen wir es so. Aber natürlich hier unten lassen wir es nicht so. Da muss noch einiges gemacht werden. Dass die Zäune hier so reingehen, das lasse ich auf jeden Fall. Das gefällt mir sehr gut. Ja, vielleicht könnte man das hier nochmal mit einer Treppe kaschieren. So, macht man einfach so und so. Ich glaube, so ist das auch in den richtigen Ritterburgen damals gewesen. Da war da auch immer so ein Eckstein dran. Keine Ahnung, vielleicht fantasiere ich auch nochmal wieder, Leute. Ja, hier müssen wir... Ja, man könnte jetzt später hier noch ganz normale Steine reinsetzen. Das mache ich aber erst, wenn die beiden Dächer fertig gebaut sind. Weil vorher lohnt sich das nicht so wirklich. Oder beziehungsweise ich habe Angst, etwas zu bauen, was dann nachher wieder, ja, falsch oder blöd ist oder keine Ahnung. So, was haben wir hier? Hier haben wir auch das mit den Treppen. Die werden wir dann natürlich später auch entfernen. Ja, aber ansonsten bin ich von meiner Seite aus eigentlich fertig. Ich glaube, ich gehe nochmal kurz zum Weiten gucken. Weil, durch dieses neue Gebäudestückchen hier... haben wir jetzt auch bald eine neue Möglichkeit, ja, das Profil dieser Wand hier, wo ich gerade mit dem Fadenkreuz drauf zeige, zu bauen. Weil dieses untere Stückchen hier, also ungefähr da, wo ich jetzt langfahre mit dem Hakenkreuz, ja genau, Daniel, mit dem Fadenkreuz, Mann, Leute, ey, das war jetzt keine Absicht, ich hoffe, das ist klar, ey, böser Wortversprecher, Leute, böser Wortversprecher. Naja, aber der Kontext macht ja die Musik. Also, was ich eigentlich sagen wollte, das, wo wir jetzt hier gerade mit dem Fadenkreuz durchfahren, diese Höhe ungefähr, da wird sich nachher das Profil hier an der Wand ändern. Und zwar werden hier so, ja, Leitsäulen, also so generell so Säulen hoch und runter gebaut. Vielleicht fange ich die jetzt einfach mal an, weil ich würde den beiden noch gerne ein bisschen Zeit geben. Und wir sind jetzt bei 22 Minuten. Dagi, wir haben keine Blöcke mehr. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, würde ich mal sagen. Warte mal, ich guck mal gerade, ob die schon aus diesen Kisten hier was rausgenommen haben. Ja, gut, hier sind noch ein paar, aber ob denen das reicht? Ich schreibe dir mal eben. In der Kiste hier ist noch ein bisschen... Genau, so, dann haben sie da vielleicht nochmal kurz... Also das wird bestimmt nicht reichen, diese 21 hier und diese 12 Steine hier. Aber, ja, ich glaube, ich gehe nochmal gerade eben kurz in die Base. Ich glaube, ich gehe nochmal eben in die Base und dann gucken wir mal, ob da vielleicht noch der ein oder andere Netherstein auf seine Verwertung wartet. Ja, Half-Slaps natürlich, aber die braucht ja kein Mensch, Mann! Wieso habe ich denn Half-Slaps, Leute? Das ist so bescheuert. Haben wir noch eine Netherkiste? Ich bin noch nicht ganz konform mit der Ordnung hier, Leute. Deswegen habt ein bisschen Nachsicht. Aber es wird bestimmt irgendwann funktionieren. Irgendwann. Bald. Sehr bald. Och Mann, Leute, hier war doch irgendwo noch eine Netherkiste. Kann mir doch keiner erzählen, dass ich mich täusche. Doch, du täuschst dich dann. Ach so, okay. Ja, danke schön, du ominöser Zuschauer, den es nicht wirklich gibt. Das ist schön, dass du dich mal wieder meldest, um mich zu korrigieren, wenn ich Blödsinn laber. Gloria, hast du zufällig Nethersteine gesehen? Ist das ein Ja? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ich gucke jetzt hier nochmal rein, aber ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit dafür verschwenden. Aber die soll... Ja, das war natürlich wieder super glorreich, Daniel. Aber die sollen natürlich auch gut weiterbauen können. Aber ich glaube, das wird nichts, Leute. Ja, dann hoffe ich mal, dass das reicht. Wir gehen jetzt nochmal kurz zurück. Wobei, ich kann mich nicht dahin tippen. Wir haben keinen Punkt dort. Dann nehme ich den Animagus nochmal. Ja, aber wenn sie es nicht komplett schaffen, dann hat man zumindest vielleicht schon mal einen groben Überblick, wie das Ganze am Ende aussehen soll. Und ja, kann sich dann schon mal ein Bild darüber machen, wie das fertig aussehen könnte. Und ganz ehrlich, Leute, mir gefällt, also mir gefallen beide Versionen jetzt schon besser als meine davor. Also, und das sage ich jetzt nicht, um mich irgendwie einzuschleimen oder keine Ahnung, um wieder sarkastisch selbstkritisch zu sein, sondern ich meine das wirklich so. Und ja, deswegen wird es, glaube ich, ein Kopf-an-Kopf-Rennen, außer natürlich bei mir. Bei mir ist klar, dass es nicht gewinnt. So, was wollte ich jetzt nochmal machen? Ich bin wieder zu verwirrt, Leute. Achso, ja genau, wir wollten noch dieses Muster bauen. Also, ich deute das nur mal gerade kurz an, damit ihr ungefähr wisst, was ich damit meine. Aber ja, wir haben natürlich nicht mehr genug Zeit, um das jetzt
ja, direkt komplett umzusetzen, logischerweise. Aber ich zeige euch mal, was ich meine. So, wartet. Wir machen mal so, ja, ich würde sagen, erstmal nur zwei Säulen, aber natürlich direkt mit dem richtigen Abstand. Also ich habe den Abstand auch nicht abgezählt. Ich schätze den jetzt einfach. Also, beziehungsweise ich mache jetzt erstmal einen 5er Abstand. Also hier 1, 2, 3, 4, 5. Und hier wieder 1, 2, 3, 4, 5. Und eine Säule wird zwei Steine dick. Und die bauen wir dann einfach erstmal ein bisschen weiter nach oben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nicht bis ganz nach oben, sondern ja, so bis zur unteren Mitte, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, das wird dann überall mit dem gleichen Ausmaß passieren. Und ich glaube, die Höhe, ja, ja, das ist okay. Dann setzen wir hier oben noch Treppenstufen drauf. So, dann flacht das nämlich ein bisschen ab. Wobei, da bin ich am Überlegen, jetzt generell auch für diese ganze Säule, später mit ein paar anderen Texturen zu arbeiten. Weil alles nur aus Steinziegeln zu bauen, ja, das ist irgendwie so, als würde man Spaghetti immer nur mit Tomatensauce essen. Es war lecker, aber auf Dauer gesehen möchte man halt doch irgendwo ein bisschen Abwechslung und mit Käse und Carbonara, die nicht mit Sahne gemacht wird, aber das wissen nicht alle und ja. So, da habe ich schon gesagt, dass es warm ist und dass mein Gehirn dann manchmal aussetzt. Ja, aber ich denke, das könnt ihr nachvollziehen. Ich meine, so geht's mir ja nicht alleine. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt, wobei mir gerade auffällt, dass man das an diesen zwei Säulen noch nicht so wirklich gut festmachen kann. Deswegen macht der Daniel jetzt nochmal gerade eben schnell eine dritte Säule, weil das sollte noch eben in der Zeit drin sein. 1, 2, 3, 4, 5, das heißt, hier kommen die hin. Die werden auch mit in die Schlucht reingebaut. Also die gehen mit in die Schlucht über. Und jetzt mangelt's mir fast... Ach, come on, ey. Ich hätte mir wenigstens noch genug Steine mitnehmen sollen. Naja, wartet, Leute, das ist jetzt auch nicht die größte Aufgabe. Wir haben noch genug hier in dem, ja, in dem Gebäudepart, was wir hier gerade bauen. Und hey, ich glaube, die Dächer werden wirklich fertig. Also die Folge wird jetzt echt ein bisschen länger, Leute. Aber damit haben wir es zumindest geschafft. Dann können wir uns jetzt am Ende der Folge nochmal eben ein Endergebnis anschauen. Also der beiden Dächer. Und dann kann ich euch schon in dieser Folge fragen, welche Version ihr persönlich besser findet. Oh Leute, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich mag generell solche, ja, solche kleineren Wettbewerbe. Und ja, deswegen würde ich das auch gerne weiterhin so machen, also sofern ihr halt zufrieden damit seid, wenn ich nicht immer alles selber mache, aber ich denke, wie am Anfang der Folge schon gesagt, wenn ich mich am Anfang selber daran probiert habe und es einfach nicht funktionieren will, dann ist es, finde ich, legitim, weil ich es ja nicht einfach so abgebe, sondern weil ich es versucht habe und es einfach nicht schön finde, aber ne, die Entscheidung steht nach wie vor für euch offen, kein Problem, Leute. Was ich gerade auch ganz geil finde, hier ist der Abstand auch, ey, das ist symmetrisch. Das ist einfach fucking nochmal symmetrisch, Leute, ohne dass ich es vorher geprüft habe. Ja, manchmal hat man einfach Luck, ne? Meistens an den unerwartetsten, in den unerwartetsten Momenten. So, dann schauen wir uns jetzt mal gemeinsam die Dächer an. Und ja, ich bestätige nochmal, mir gefallen beide Dächer besser als meins. Also meins kommt schon mal safe auf den letzten Platz. Und ja, diese beiden Dächer hier sind wirklich, wirklich schick. Ich weiß gerade nicht so genau, ob ich eine eigene Meinung abgeben möchte, weil ich euch nicht manipulieren will. Aber ich denke, in der DA kann man das machen ohne... Also Leute, stimmt gerne jetzt schon ab. Überlegt euch jetzt in diesem Moment schon mal, wer für euch gewonnen hat. Und ja, dann sage ich jetzt im zweiten Step, wer für mich gewonnen hat. Und ja, dann dürft ihr aber eure Meinung nicht mehr ändern, Leute, ne? Ne? Nur, dass das schon mal klar ist. Also wenn ich jetzt sage, was ich besser finde, dürft ihr die nicht mehr ändern. Also, ich persönlich bin eher Fan von Johannas Dach, also von diesem hier. Aber ja, ich finde beide mega, mega schön. Würde beide auch so umsetzen, wie sie gebaut wurden. Aber wenn ich mich halt selber für ein besseres entscheiden muss, dann für das da. Aber ich bin nicht der Diktator hier, Leute. Deswegen schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und ja, stimmt gerne ab, welches Dach euch persönlich am besten gefällt. Wenn der Daniel nicht ganz bescheuert ist, dann vergisst er vielleicht auch nicht, eine Stropolum-Frage in die Beschreibung zu packen. Aber ihr kennt den Ducky LP ja, von daher macht euch nicht allzu viele Hoffnungen. Aber ja, man weiß es nicht, vielleicht klappt's ja. Man sollte immer die Hoffnung beibehalten. So, und jetzt habe ich genug Blödsinn gelabert, Leute. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, freue ich mich über jeden Daumen nach oben, jedes neue Abo auf meinem Logo und sage tschö und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!